Hallo bei MixiTV. Nistkastenbau für jedermann. Dieses Geocache-Versteck kann wirklich jeder nachbauen. Ihr benötigt dazu eine Leimholzplatte Fichte, 800 mm lang, 200 mm breit reicht, hier habe ich 250 genommen, eine Tube Padex, ein paar Nägel, 30 mm lang, bis 40 ungefähr, und zwei Nägel, 50 bis 60 mm lang, und einen Hammer. Das Brett zersägt ihr in vier Teile, 200 x 120 lang, ein Deckel 140 x 200 und ein Boden 84 x 120. Bei den vier gleichen Teilen schaut ihr, ob eins dabei ist, dass es ein bisschen breiter ist, ist dann die Rückseite, und ob eins dabei ist, dass es ein bisschen schmäler ist, das wäre dann die Vorderseite. Die markiert ihr dementsprechend. Jetzt verkleben wir die Seitenteile mit der Rückwand und dem Boden. Dazu immer beide Klebeflächen mit Padex einschmieren und ca. 5-6 Minuten warten vor dem Zusammenmachen. Dann einfach die Teile zusammenkleben. Ein bisschen drücken. Ohne auf das Trocknen zu warten, vernagel ich jetzt die Teile. Auf den Längsseiten nehme ich zwei Nägel, am Boden nehme ich von jeder Seite jeweils ein Nagel. Für das Gelenk mache ich mir bei ca. 50 mm, also 5 cm, eine Markierung an den Seitenteilen jeweils oben. Die Frontseite versetze ich leicht nach unten, ca. 5 mm, und mache dann bei den eben gemachten Markierungen von oben und unten als Gelenk jeweils ein Nagel rein. Dazu benutze ich Nägel von ca. 40 bis 50 mm Länge. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. Seitlich und vorne lasse ich ihn ca. 2 cm überstehen wegen dem Tropfwasser. Hinten mache ich ihn bündig. Dieser wird einfach mit ein paar Nägeln fixiert. Hier verklebe ich nichts. Eigentlich ist das Häuschen jetzt schon fertig. Von einem Loch vorne drin halte ich nichts. Und auch von Farbe bei Nistkästen halte ich auch nichts davon. Aber als Mixi mache ich natürlich jetzt noch was. Ein Wetterschutz für das Dach. Es sollte klar sein, dass das Häuschen nicht mit Schrauben oder Nägeln am Baum befestigt werden darf, sondern zum Beispiel mit einem Lochband, ohne den Baum zu beschädigen. Aber dazu ein extra Video. Weiterhin viel Spaß bei MixiTV. Und schickt mir mal ein Foto von eurem Häuschen. Und rechts und links oben könnt ihr natürlich wieder auf weitere Filme klicken. Ciao.